Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge. Heute hier am Dienstag in der vierten Staffel von Space Engineers. Ich bin's, der Eisträger. Und ja, heute begrüße ich euch zusammen mit Heiko und Nils. Hallo. Hallo. Yippie, wir sind mal wieder alle drei da. Nils ist von seinem Opa-Ausflug wieder zurück. Ja. War's schön? Ja. Gut. War richtig schön angenehm in Nordseeluft. Ist schön. Sehr, sehr schön. So, ja, ich habe zwischenzeitlich an der Voyager gut weitergearbeitet. Und bin schon dabei, den Bauch unten zu machen. Auch wenn der Unterboden vom Teller noch nicht fertig ist vorne. Aber ich bin schon, naja, aber der Teller oben ist fertig. Also Teller ist ja. Das Oval. Oben ist fertig, unten ist es nicht ganz fertig. Hab schon wieder mit dem Bauch angefangen, also es geht voran. Mit der Hülle. Heiko, dein Sternzerstörer ist im All, ja? Ja. Ja. Auch der schwebt 3 Kilometer über der Basis hier, genau an der Grenze zur Gravitation. Ja. Ja, ich sehe es. Ich habe im Stream nur kurz gesehen gehabt, dass er in der Luft war. Ja. Hab da nicht weiter reingeschaut. Und ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, die Warp-Gondeln der Voyager nicht beweglich zu machen. Ich mache sie fest, einfach außen ran. Ist mir einfach sicherer. Ich habe mir so gedacht, ansonsten müsste ich wirklich absolut im Stillstand die bewegen. Und selbst dann, wenn es dann während der Bewegung einen Leck gibt, wäre ich nicht sicher, ob das so reibungslos weiter funktioniert. Nachher backt das rum und die komplette hintere Teil des Schiffs ist explodiert oder so. Muss ich nicht haben. Nee, das muss nicht sein. So. Ja, sind ja nur ein paar Stunden Arbeit. Deswegen, da verzichte ich denn doch lieber, zumal ich in den Warp-Gondeln, wie gesagt, meine Hydrogentanks haben möchte. Wäre blöd, wenn dann meine kompletten Hydrogentanks sich verabschieden und in einen großen Feuerball aufgehen. Wäre nicht so schön. Ja. Zumal ich so auch vielleicht, wenn ich die festmache, vielleicht sogar das nochmal überdenke, die Hydrogentanks dort zu haben, sondern vielleicht dort sogar Triebwerke einbauen in die Gondeln. Okay. Fliegender Untertasseanflug. Weil das für mich sogar. Pad 1 ist frei. 2 nicht? Nein, die 2 ist nicht frei. 5 oder 1 kannst du zur Auswahl. Ich nehme die 5. Dann nimm die 5. Ist ja nicht so, als wenn das Riesenteil unbedingt die 5 bräuchte. Die wahnsinnig große. Vor allem, das ist geil, wenn man so die Bewegung beobachtet, dann könnte man sogar denken, dass das eine Untertasse ist, weil die sich so ungleichmäßig bewegt. So. Ja, ist doch gut. Ich flieg die halt wie eine Untertasse auch. Ja, ja. Ja, alle drei Shuttles hier unten. Heiko, eigentlich, die Hummel ist dein Shuttle, ne? Eigentlich brauchst du kein neues bauen. Nee, ich baue auch kein neues Shuttle. Nee, ich weiß, dass du kein Shuttle baust. Das ist mir klar, dass du eine Drohne Was baust. Denn dann? Er baut eine Drohne für seinen, die erste Drohne für seinen Zerstörer. So, gut. Bei mir ist natürlich, wie gesagt, Dings wieder dran. Ach so, Heiko, soll ich mal hoch und dein Skript anpassen wegen Reaktorabschaltung? Ja, es wäre ganz schön, wenn du das machen könntest. Dann passe ich das jetzt nur so weit an, dass sie zumindest nicht bei 95% abgeschaltet werden. Okay. Aber bei 5% trotzdem eingeschaltet. Ja. Mein Gott, das Problem, dass wenn er die Reaktoren einschaltet, werden die Batterien natürlich wahnsinnig schnell aufgeladen. Und sobald die 95% erreicht werden, werden seine Reaktoren abgeschaltet, ob er das will oder nicht. Weil das gleiche Problem habe ich auch. Ja, weil das Skript das natürlich dann wieder sagt, so, ist doch voll, kann man da abschalten. Ja. Ist noch nicht die Endlösung, dann vielleicht kann man das dann nochmal machen, dass man dann wirklich so quasi die Steuerung umschaltet, dass man einmal sagt Automatik. Mit ein- und ausschalten oder halt einmal manuell so nach dem Motto, dass er zwar trotzdem bei 5% einschaltet, aber dann halt wie jetzt quasi bei 100% nicht oder bei 95% eben nicht abschaltet. Ja. So, jetzt die spannende Frage: Was mache ich? So, war das Programm rechts oder links drin, Heiko? An der Seite, wo der Bildschirm auch dafür ist. Also links. rechts, Entschuldigung. Ah,
Ich war irgendwie gerade in den Boden geglitscht, ey. Du musst nur aufpassen, du, Heiko, du brauchst unbedingt Schwerkraft hier drauf. Wenn du hier in den Boden glitscht, hast du nämlich das Problem, dass du, deswegen stirbst du, glaube ich, so oft hier drin im Schiff, Heiko. Ja. Wenn du keine Schwerkraft mehr hast, dann glitscht du durch die Bewegung hier. Ist aber nicht voll gelüftet, war, ist nur low hier drin. Low und cold. Okay. Zwar nicht freeze, da aber... Habe ich wahrscheinlich kein Eisen mehr. Kein Eis mehr. Ja, wahrscheinlich. So, bearbeiten. Ja, das ist das Reaktorprogramm auf jeden Fall. So. Hier ist die Else-If-Schleife, nämlich, siehst du? So, Else-If-Convert größer 95, dann halt off. Genau. So, off. Das, ich nehme einfach nur die Else-If-Schleife raus. Dann schaltet das nicht aus. Wisst ihr was, ich nehme sie nicht ganz raus, ich tue sie nur auskommentieren. Denn läuft sie ja trotzdem nicht. Okay, eine Batterie habe ich jetzt verbaut. Ich glaube, eine sollte für so eine kleine Drohne reichen, oder? Ich würde zwei bauen. Einen Platz habe ich aber nicht. Die Frage ist halt, wie viele Triebwerke, ne? Insgesamt 12. Demzufolge, ich tue jetzt einfach mal den Status oben von den Reaktoren rausnehmen, ja, beim Monitor. Ja. Weil, das ist ja dann aktuell dann auch nicht korrekt, was da steht. Heiko dann heißt zwei in jede Richtung, ne? Ja, zwei in jede Richtung, genau. Ja gut, dann soll es reichen. Überprüfen, kompilieren erfolgreich, ausführen. So, bei Status steht jetzt manuell, ja Heiko? Okay. Die sind aktuell sogar an, glaube ich. Die Batterien laden sich nämlich gerade. Ja. Ich glaube, das war auch das so gewesen, dass wenn du das Skript neu ausführst, dass er die dann erstmal einschaltet zur Sicherheit. Sollen die dann anbleiben oder soll ich sie abschalten? Weil sie werden wie voll sind die Batterien? 90%. Dann schalt sie mal ab. Weil sie werden ja jetzt sonst nicht abgeschaltet. Ja. Hast du eine Gruppe dafür? Ja. Die Reaktoren gibt es eine Gruppe. Reaktorengruppe aus. So. Okay. Deswegen Status ist jetzt manuell. 91% hast du drin. Ne? Ja. In den Batterien. Und dann schaltet der jetzt zumindest erstmal nicht mehr ab. Okay. Bei 95. Gut. Erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme aus dem Schiff. Eis ja, vor allem mit Jetpack ist hier. Eis, hast du einen ungefähren Überblick, wie viele Triebwerke du einbaust? Nein. Schade. Aktuell absolut keine Idee, wie viele Triebwerke ich da einbaue. Wie viele ich brauche, ist ja die Frage eher. Ja. Ich denke mal 100 mindestens. Ich habe keine Ahnung. Wenn dann schon mal 8000. Das heißt, ich kann ja schon mal ein bisschen was in Auftrag geben. Ja, ja, an sich schon. Ich will einen groben Überblick haben wegen Gold und Platin. Ja. So, ich brauche noch ein Thumbnail für die letzte Folge. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Ne? Das hatte ich ja vergessen. Ja. Ich weiß aber noch, wie die Folge hieß und deswegen weiß ich auch, was ich für ein Thumbnail mache. So. Jetzt habe ich allerdings sogar ein bisschen mehr Licht im Schiff aktuell, aber... Falls, Nils, falls du den Mops suchen solltest, ja, der steht in der Voyager. Okay. Ja, der macht mir ein bisschen Licht mit seinem Scheinwerfer, der oben drauf ist. Das ist, wenn die Sonne nicht gerade so steht wie jetzt, ist das hier drinnen echt stockfinster schon. Also, jetzt scheint die Sonne gerade so schön rein von hinten, aber ansonsten ist hier relativ dunkel hier drin. Ja, irgendwas scheint schon wieder nicht so stimmen hier. Kann das sein, dass der erste Assembler wieder nicht richtig produziert, ne? Ja. Das hat er vorhin auch schon nicht. Ich müsste den Server neu starten, damit er wieder macht. Ja. Egal, 5000 werden produziert. Ja. Der zweite läuft aber noch, der zweite. Wenn er einen zweiten im Auftrag gibt, macht das. Ja, die Triebwerkskomponenten, die sollen einfach durchlaufen nur. Irgendwann. Deswegen. Irgendwann macht das schon, deswegen. Wir werden dann demnächst mal neu starten. Dann so, ich wollte auch trotzdem die Voyager weiterbauen, wenn ich mich nicht irre.
So, das heißt, ich gehe jetzt auf Goldsuche, ne? Ja. Weil wir haben dann nur noch 3 Tonnen. Oh, das ist Das nicht reicht viel. nicht. Ich würde ja sonst sagen, ja, was, machen wir was anderes. Denkt ihr was aus? Keine Ahnung, überlegt ihr was, aber. Ich wüsste nicht, was. Ich will nicht noch ein Schiff bauen. Ich habe schon so viele. Deswegen, das ist auch der Punkt. Ich habe auch zu meiner Freundin schon gesagt, eigentlich ist der Punkt so, wir bauen ständig nur neue Schiffe. Wir benutzen sie aber nicht. Also abgesehen von jetzt dem Bergbauschiff oder so. Wir benutzen sie ja kaum. Die stehen dann nur rum. Sie sind gebaut, stehen dann irgendwo rum und wir müssten uns viel mehr agieren und einfach mal was machen mit den Schiffen, wirklich so nach dem Heißt, Motto. an sich wolltest du doch auf den Alien-Planeten, ne? Wofür wir noch ein Kriegsschiff bauen? Da brauchen wir Ja. eine Landefähre irgendwie für an, ja. Gut, dann gehe ich jetzt Gold holen und danach kümmere ich mich um eine Landefähre. Weil mit entsprechender Außenbewaffnung, ja. Und entsprechender Grundversorgung. Ja. Also wenigstens ein Survival-Kit. Basic Assembler würde ich wenigstens reinsetzen, aber wahrscheinlich Assembler sogar einen richtigen. Basic Refinery aber wahrscheinlich nur. Keine richtige. Wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß dafür. Ja, mal gucken, was ich da reinsetze. Ist die Frage, ob man das im großen Grid oder im kleinen Grid bauen will. Ich würde es wahrscheinlich im kleinen Grid bauen. Ich Ja, würde ich auch. auch eher. Im kleinen Grid und dann. Und ab Donnerstag soll es ja dann auch, also wahrscheinlich ab Donnerstag, wenn ich das richtig verstanden habe in der Meldung, denn die Türen fürs kleine Grid geben. Als Vanilla. Türen fürs kleine Grid, ich freue mich so drauf. Und dann könnte man sogar mit Innenraum arbeiten und lüften und kleine Schleuse einbauen und so, dass man wirklich ein. Beim Alien-Planeten kannst du sogar, beim Mars geht es ja nicht, beim Alien-Planeten kannst du die Luft von außen ansaugen und dann in das Schiff reinmachen. Okay. Die Atmosphäre ist beim Alien-Planeten, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, zwar zu dünn, um sie direkt zu atmen. Du kannst den Helm nicht öffnen außen. Aber du hast einen ganz geringen Sauerstoffanteil, der ausreicht, zumindest um die von außen einzusaugen und somit dann trotzdem innen den Raum zu füllen mit der Zeit. Okay. Aber sie ist trotzdem zu dünn, um sie so zu atmen. Jo. So. Weißt du, was geil gewesen wäre? Wenn ich auch den Timer angemacht hätte für die Folge. Ja. Aber ich habe ja bei OBS trotzdem auch immer noch eine Zeit stehen, von daher Ja, es sollte nicht ja auch so, gehen. nicht so schlimm. Ja. So, ich mag das nicht, wenn die Sonne auf der Seite ist, dass sie die Voyager beleuchtet, weil dann habe ich immer so blöde Beleuchtungseffekte hier. Mal hell, mal dunkel, das ist immer dieses Hin und Her dann. Nervt dann teilweise ein Also bisschen. mein Ziel ist es gleich quasi von oben meine Drohne hochzufliegen. Ob es so klappt, wird sich zeigen. Ja. Ja, hoffentlich klappt das. Muss innerhalb der Antennenreichweite liegen. Ja, 3 Kilometer. Ich glaube, das sollte gehen. Naja, beide Antennen müssen in Reichweite voneinander sein. Ja, ich meine, 3 Kilometer Das geht ja geht, weil die locker. kleine Antenne hat ja, aber deswegen, du hast eh nur einen Aktionsraum von 5 Kilometer, ne? Ne, 50 doch, oder? Die kleine Antenne hat nur 5 Kilometer weg, wenn ich irre. Da muss ich mal gucken. Die vom Small Grid. Bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich würde behaupten, dass das so war. Na guck, also was brauche ich? Ich brauche so eine Fernsteuerung. Ich brauche eine Antenne. Würde sagen, das Wichtigste ist noch nicht drin, die Fernsteuerung. Antenne, Fernsteuerung. Eine Kamera wäre gut. Ja, eine Kamera brauche ich auch. Die ist ja bei Fernsteuerung mit drin, soweit ich weiß. Ja. Und jetzt wisst ihr, wo die ist da. Ja, genau, das ist Kamera mit drin. Aber man muss sich halt wissen, wie rum die Kamera richtig rum ist, ne? Du hast da an der einen Ecke hast du so einen Punkt quasi. Ja. Also wenn nicht gerade die Sonne dich da voll blendet, dann siehst du eigentlich, wo der richtige Punkt ist. Wenn du nicht gerade ein Problem mit der Sonne hast in dem Moment. So, und wo ist der richtige Rum bei der Fernsteuerung? Ah, warte, ich sehe es auf dem Bild. Zack, zack. So. Der Punkt, der ist vorne. Du hast die eine Ecke, die ist abgeschrägt. Bei der Fernsteuerung, ne? Ja. Da ist eine Seite abgeschrägt vorne, so ein bisschen, die muss nach vorne zeigen mit dem Punkt, der damit mit dem Kreis, der da vorne ist. Ja.
Dahin, dann die Antenne in die Mitte. So, ich wollte an sich eine Kamera vorne und eine hinten auf jeden Fall. Ja, das ist der Punkt, wenn du das Ding in der Fernsteuerung machst, hast du keine andere, du hast keine Außenperspektive, du hast wirklich nur ja. die Kameras. Aber an sich, meine ich, sollte, ja. Wenn es sich natürlich erstmal in deiner Sichtweite befindet von deinem Arbeitsplatz, sag ich mal, hast du natürlich in Anführungsstrichen auch eine Außenperspektive, nämlich deine eigene quasi. Ja. Aber trotzdem keine aufs Schiff bezogen gemacht. Ich würde an sich auch eine unten drunter setzen wegen Verbinder zum Andocken, ne? So eine Andockkamera. Aber das hast du irgendwann im Gefühl. Weißt du, was ich da eher machen würde? Hm? Ich glaube, da würde ich eher eine Kamera im Hangar anbauen. Ja, aber ich lande ja nicht immer unbedingt auf dem Hangar. Kann ja immer sein, dass meine Drohne hier runterfliege oder so. Ja, gut. Ich weiß auch nicht, ob die vom Hangar denn so gut funktionieren würde, ob du gleichzeitig die Kamera vom Hangar aktivieren kannst und dass die Kontrolle vom Schiff haben kannst. Ja. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja. Aber die Kamera unten drunter kann ich erst bauen, wenn ich das Schiff abheben lasse. Ja. Computer, Motor. Also ich brauche 2 Gewichtsberechnungen dann wegen Triebwerke, ne? Mhm. Wieso 2? Einmal Mondberechnung mit Ionentriebwerken. Ja. Mit 0,25G und einmal mit 1,1G. An sich brauchst du doch nur 1,1G. Ja, aber an sich ja, ist richtig. Der Punkt ist aber, dass ich beim Anflug auf den Mond nicht unbedingt meine Hydrogen-Thruster mit verwenden möchte. Da würde ich gerne weiterhin ausschließlich auf die Ionentriebwerke gehen. Nur bei Planeten, eigentlich will ich nur bei Planetenanflug die Hydrogen-Thruster starten. Das wird dann unser erstes großes Schiff sein, was auf Planeten landen können soll, ne? Ja. Ja. Eine Premiere! Juhu! Erstmal muss es soweit sein. Oder es ist eine Premiere mit einem großen Schiff auf einen Planeten abzustürzen. Werden wir dann sehen, ne? Glaub mir, das wird 20 Mal gegengerechnet, bevor ich mit dem Schiff in die Atmosphäre reinfliege. Da wird ein Backup vorgemacht, da wird ein Blueprint gemacht, da wird ein Safe Game Backup vorher gemacht. Das volle Programm. Ja, so. Da kannst du wissen, aber das volle Backup-Programm, Heiko. Hm. Also, das ist mir sonst zu unsicher. Okay. Also, Kamera da, Fernsteuerung da, Antenne ist da. Mehr brauche ich an sich nicht zum Fernsteuern, ne? Antenne, Kamera, Fernsteuerung. Nö, mehr brauchst du nicht. Jetzt sind die... Hm. 3 Grundsachen, den Rest brauchst du eigentlich gar nicht. Der Rest ist nur Schiff halt. Also, der Rest ist dann halt, ja, Stromversorgung, klar, Triebwerke, Gyroskope. Der Rest ist halt Schiff. Aber zum Fernsteuern, Antenne, Kamera. Du brauchst an sich nicht mal eine Antenne. Du brauchst nur eine Fernsteuerung und eine Antenne. Aber Kamera brauchst du nicht, meine ich so. Ja. Also auch ohne Kamera gehen. Ja, es war vielleicht ein bisschen ungünstig an sich. Macht sich nicht so gut. Je nachdem, was man machen will halt, ne, damit. Aber in welchem Aktionsradius man sich bewegen möchte, ist dann immer die Frage dabei. Da. Falls irgendwer mal Langeweile hat. Ja. Im Connector von Landepad 1 liegen noch so 60 Tonnen Stein drin. Die wurden irgendwann beim Abladen mal da reingeschoben und da man sie von da aus nicht direkt zurückschieben kann. Da waren mal 100 Tonnen. Ein paar Tonnen habe ich schon rübergeschleppt, so aus Langeweile. Man hat aber keine Lust, 100 Tonnen rüber zu schleppen, deswegen liegt da noch was. Von daher.
So, Astrobasis wieder bei 99,9%. Okay. Mondbasis 100%. Sehr gut. Oh, schön. Erster Asteroid, nichts drauf. Ich bin gespannt, wie schwer das Ding wird, weil ich muss ja allein die Stromversorgung von dem Schiff wird ja ordentlich schwer. Ja, 5 Reaktoren mindestens. Meinst du 5? Ja. Nein. Keine 5. Ja, meinen 2 habe ich gerade bei 33%, Nils. Ich habe bei mir auch 2 drin. Aber einer reicht nicht. Nee, ein Reaktor wird nicht reichen, nein. Bei mir würde einer reichen, theoretisch. Wie viele Batterien hast du drin? Aber nicht, wenn du fliegst, nicht wenn du fliegst und Jumpdrive auflädst. Nee, beides lädt ja wahrscheinlich nicht. Aber ich sag mal so, fliegen geht problemlos mit allem. Außerdem, Heiko, ist nochmal zu erwähnen, dass du noch nicht alle Triebwerke hinten fertig hast. Gut, das ist wahr. Das heißt, wenn die alle fertig sind, ist das nochmal eine andere Frage, ob das denn ja, dann auch noch ausreichen würde. Dann auf jeden Fall. Deswegen, also. Aber, also ich hätte jetzt so spontan, hätte ich jetzt gerechnet so mit 3. Also mein Plan war jetzt 3. So spontan erstmal der Plan. Ja, spontan. Sollte ja ausreichen. Also drei sind 900 Megawatt. Mhm. Da bin ich dann fast im Gigawatt-Bereich, so nach dem Motto. Da kann ich schon, da kann ich schon bald sagen, 0,9 Gigawatt habe ich so. An Leistung. Deswegen, also, ja, muss man gucken. Weißt du, was ich da vermisse, Heiko? Hm? Das war das einzig geile, also richtig geile, was auch definitiv gut funktioniert hätte vom Stargate-Mod, dass der ZPM-Hub. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der ZPM-Hub. Oh. Der würde so viel Platz und Gewicht sparen in den Schiffen. Oh. Ja. Überleg mal, Heiko, in jedem Schiff, was auf Batterie läuft, einfach nur ein ZBM-Hub rein. Fertig. Ja. Dann wäre das Problem erstmal erledigt. Also bei den großen Schiffen zumindest. Die kleinen Schiffe, da gab es ja keinen ZBM-Hub für. Aber ein ZBM-Hub für ein großes Schiff, fertig. Ja. Nils, Energieabgabe ZBM-Hub 3 Gigawatt. Ja, läuft. Ist an sich wie eine Batterie. Wird aufgeladen oder gibt halt ab. Aber die Abgabe ist 3 Gigawatt. Mhm. Also maximale Leistungsabgabe halt, ne? Und die Folge dürfte rum sein, ne? Ja, das ist der Punkt. Siehst du, jetzt habe ich zwar den Timer vom OBS, klar, aber muss man natürlich auch drauf gucken. habe ich jetzt nicht gemacht, deswegen, ja, okay. Gut, Folge ist zu Ende, Nils hat völlig recht und deswegen, und das schon seit 8,5 Minuten. Gut. Demzufolge verabschieden wir uns jetzt ganz schnell, sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.